Can you see it? Yes, I can see it. Was schluckt er denn an Energie? Ist doch egal. Hier ist doch quasi unendlich Energie. Ach, der schluckt 20 nur. Das geht. Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Sky Isolated Folge, was habe ich gerade gesagt? 46. Oh, so geil. Ich muss jetzt noch ein paar Pneumatik-Servos bauen. Ich habe mir auch schon 8 Redstone gesichert. Bitte? Was? Du scheiß Stratzer, du brauchst 8 Servos, willst du mich verarschen? Warte mal, ich muss gerade überlegen. 6, ich brauche 7. Wir müssen den Auto-Prover bauen. Ich bin hier verdammt hoch. Mensch, jetzt streiten wir uns um Redstone. Ich geh erstmal schlafen und lass den Redstone im Crafting Table. Mal gucken, was passiert. Wenn du rausgehst, guck mal, wo ich bin. Ich sehe dich auf der Karte nicht. Ich hab den größten Goldhaufen der Welt unter mir. Boah, Alter. Mein Schatz, willst du alles Gold. Willst du einen Drachen anlocken, oder was? Was? Ja. Die Drachen stehen auf Gold. Ich auch. Ja, gleich kommt hier der Enderdrache, ey. Da sind wir aber sowas von tot. Ich glaube, dafür gibt es auch eine Puppe zum Spawnen, ne? Enderdrachen. Für einen Enderdrachen, ja. Echt? Glaube ich. Idiot. Ich hätte das da gar nicht bauen müssen. jetzt muss ich. Wie ging denn jetzt der Pneumatik sehr? Nam. Wo ist mein Nam? Da ist mein Nam. Servo. Ach, Glas. Schon wieder Glas. Haben wir noch irgendwo Sand? Ne, wir haben Glas. Danke. Sand ist auch hier, ja. In der Pulverizer Output Chest. Kein Platz mehr, doch da. Oh Gott, ich muss noch nicht direkt. Es sind schon wieder keine einzigen Redstones hier drin. Das gibt es nicht. Gott. Ein Stack Blätter weg. Das ist der. Das ist so und das so. Ah, da kam ein Redstone. Ich habe es gesätet. So, und ich habe nicht genug Eisen. Scheiße. Ey, scheiße, sagt man nicht. Auch nicht genug Glas. Ich habe nur 5 Servos. Aber Redstone ist in der Mache. Also, da sind auch noch 3 Redstone in dem Crafting Table. Die kannst du gerne benutzen. Ich benutze erstmal die 5 Servos, um das System halbwegs zum Laufen zu bringen hier. Und dann sehen wir weiter. Ist die Smeltery eigentlich irgendwann voll? Weiß ich nicht. Was habe ich jetzt gesagt? Hier ach, nö, muss sieht nicht sagen, so aus. Keine Blätter rein, genau. Ein Servo rein. Pneumatik Servo wurde installiert. Rechts. Klick mit der Hand. Blacklist. Leaves. Lalalala. Und dann sollten sie ja theoretisch hier langlaufen. Chests sind jetzt natürlich schon wieder jede Menge Blätter. Und ich gieße Bäume. Jetzt hat er den Baum doch weggenommen, nur später. Oder hast du da einen Baum weggemacht? Nee, ich hab nichts gemacht, ne? Komisch. Bin ganz lieb. Seltsam mit dem Harvester. Wow. Lutsch. Ist der überhaupt auf Output? Ja, der ist auf Output. Die anderen natürlich auch. Hast du jetzt Glas gemacht? Ja. Und sonst bringe ich noch Sand mit. Sorry. Bring Sand. Okay, ja, dann bring ich Sand mit. Dann mach ich auch mal noch 2 Stacks Sand für Soul Sand. Das sollten wir nicht vergessen. Irgendwie. Nicht das Gefühl, dass es funktioniert. Bitte? Das wollte ich jetzt aber nicht hören. Übrigens, unser Steam-Dynamo frisst so viel Holz, dass wir kein Holz über haben. Das wage ich zu bezweifeln. Ja, es ist kein Holz in der Kiste. Ja. Aber gut, der Steam-Dynamo ist jetzt voll, jetzt kommt dann Holz halt in die mal Kiste. Hier auf diesen Output. Deine Maus? Ah, okay, jetzt hat er. Kannst du ja aber auch hier was wegnehmen.
Ja, stimmt. Aber ist auch nicht schlimm, lass voll. Jetzt läuft die Kiste ja voll. Ja gut, wir hatten ja eben auch den Planter nicht aktiviert. Das ist klar, dass es dann nicht richtig funktioniert. Ja. Stimmt. Nee, da wollte ich. Stimmt. So. Irgendwie ist hier der Wurm drin. Kann man Leitern nicht verbrennen? Krass. Man könnte Leitern verbrennen. Irgendwie ist hier der Wurm drin. Das kommt ja vom Harvester. Das geht hier rein. Es was kommen macht auch er keine denn? Leaves mehr an. Was er nicht macht, das ist das Problem. Ja, was macht dann er denn gehen nicht? Wir hinten und hier habe ich jetzt ein... Ah ja, jetzt hat das. Jetzt funktioniert es auf einmal. Du wolltest nur veräppeln. Ja. Hat ja auch geklappt. Ja. Arsch. Aber wenn ich jetzt da eine Kiste zwischensetzen würde. Nee, das ist doof. Aber dann hätte ich da noch. Was du ja aber nicht machst. Mit einer Kiste könnte ich mir 5 Servos sparen oder 6 Servos. Ja, dann wäre das vielleicht ganz sinnvoll. Eine Kiste sozusagen als Adapter dazwischen setzen. Wenn du meinst, dass das fungiert, dann mach's. Ja, 100 Pro. Muss. Aber da muss ich mein System nochmal kurz ärgern. Bitte? Ja. Tin geht auch, oder? Ich hab doch noch Kisten, oder? Ich hatte doch Kisten da. Stahl, Eisen, Alu, verdammt. Dann habe ich ja da eine neue Verbindung, wo ich ein Servo einbauen kann. Allerdings muss ich dann auch noch einen Lever da untersetzen, aber das ist ja nicht das Problem. Da geht's rein, da geht's raus. Ein Lever habe ich auch. Und ein Servo auch. Und eine leere Hand brauche ich auch. Oh, eine leere Hand? Ja. So, wenn ich jetzt ihm sage, Whitelist. Jetzt habe ich keine Blätter dabei. Oh, du bist so doof. Blätter. Jetzt komme ich hier nicht mehr rüber oder was? Dann setze ich da halt noch ein bisschen Limestone hin. Leere Hand. Whitelist. Wenn ich in der Whitelist ein Item habe, dann lässt er auch nur dieses eine Item durch, ne? Ja. Sehr gut. Und die anderen alle nicht. Sehr schön. Richtig. Gut. Wollte ich nur noch mal festhalten. Jetzt ist da unten. Ja, ja, halt du fest. Gut, und da ist dann noch ein. Der ist da schon. Gut, und dann aktivieren und los geht's. Das ist natürlich auch praktisch. Dann braucht man nicht so viele Servos. Man kann sich dann natürlich die Servos sparen. Ja, wenn man da eine Adapterkiste hinsetzt, sozusagen. Man muss erst nachdenken, bevor man baut. Ja, jetzt will ich aber hier den Servo noch mal raus haben. Ja, und du hast natürlich die Servos auch schon alle gebaut, ne? Ja, klar. Egal, haben wir für später noch welche. Ja, genau, ne? Immer schön vorrätig, damit wir auch bloß nicht das haben, was wir brauchen. Mann! Ich bin halt erst später drauf gekommen. Menno. Doofy. Du, egal. Heute spielen wir mit einem Doofy. Fuck you. Freut dich, dass ich überhaupt drauf gekommen bin. Du wärst da nicht drauf gekommen. Ja, ich weiß ja auch gar nicht, was du machst. Na. Das ist natürlich schlecht. Ich bin gerade mal ein bisschen Alu am Einschmelzen. So, also da ist jetzt, da müssten dann ja Blätter zwischengelagert werden. Das werden die auch. Und hier kommen sie dann theoretisch raus. Was aber gerade nicht passiert. Weil? Es läuft, es läuft. Und dann müsste hier ja schon ein wenig Erde drin sein. 2 Erde, super. Oh, so geil. Gut, die Erdproduktion. Ist immer schön, wenn was funktioniert, ne? Erdproduktion läuft. Wunderbar. Du bist bald fertig mit dem Alu schmelzen. Dann habe ich das jetzt ja fertig. Die Eier kann ich noch nicht fertig bauen. Dann räume ich tatsächlich mal mein. Ich möchte unbedingt Eier bauen. Dann räume ich mal tatsächlich mein Inventar auf. So. Bitte? Ja, ist so. Hier schickt er dann ja eigentlich keine Blätter mehr rein. Wir haben ja gesagt,
Blacklist hier. Ne? Habe ich da wirklich eine Blacklist? Ich gehe das nochmal kontrollieren. Ein Alu-Block. Was passiert ein dann? Ein Alu-Block. Gibt es Server? Dann stirbst du. Was? Nein. Dann stirbst du, doch. Ach so, wenn es Serverprobleme gibt wegen zufallen Item-Docks, sterbe ich? Was? Zufalle Item-Docks? Ja, weil... Warum sollst du dann sterben? Weil der kann ja irgendwann keine Blätter mehr annehmen. Ja, du hast gesagt, ich sterb. Ja, ist ja auch so. Okay, alles klar, dann sterbe ich. Nee, dann sind halt einfach die die Blätter sind dann die weg. Rohre verstopft, dann hat quasi deine Pipe Verstopfung. Und dann kommt das Holz auch nicht mehr an, oder wie? Ja, quasi. Ah, ärgerlich. Dann müssen wir ihm irgendwann sagen, wenn die Leaves... Ja, was heißt, es kommt nicht mehr an, wenn... Wenn es dann soweit ist, dass wieder neues Holz nachlaufen kann oder Blätter oder was auch immer, dann geht es natürlich weiter. Ah. Er hat nur für den Moment dann halt Verstopfung. Okay. Er hat schon wieder Verstopfung gesagt. Bitte? Was? Okay, alles wird gut. Wusa. Meinst du? Au! Pimmel. Das war die Gießkanne. Ja, ja, genau. Nee, der Pimmel ist da hinten. Da, ja, wo ja, gleich genau. Die Erde in die Eier kommt. Ich glaube, ich hole mir ein neues Ozelot bald. Was wollte ich? Ich wollte meine Kiste aufräumen. Wollen wir mal eine Technikkiste machen mit Kabeln, Fluid-Ducks und ich mach mal eine. War gut, dass du gefragt hast. Kann ich schon schlafen? Ich brauche ja. Redstone. Strecken. Warum wird's nicht Tag? Oh, ich habe Kot gefunden. Das ist wirklich so. In der Not frisst der Nutoka auch Kot. Nein, in unserer Fischkiste ist Kot. COD. Code. Call of Duty Code. Ja. Oh, Glas, das kann ich gebrauchen. Da reagiert er gar nicht. Warum kriegt man denn eigentlich nur drei Jungle Wood Planks aus Rubberwood? Weil das halt so ist. Okay. Dann mache ich jetzt mal einen Stack Kisten. Dann haben wir auch Kisten. Ja, mach du. Eins. Oh, verdammt, das war zu viel. Naja, ein Stack wird's nicht ganz. Das wird nicht reichen. Dann habe ich jetzt noch Jungle Wood. 16 Kisten. Wow. Die kommen gleich in meine Dreckkiste mit. Nein! Zum Teil. So, Technikkram. Wo wollen wir denn den Technikkram lagern? Der kann ja irgendwo hier draußen hin. Ich wäre dafür, wir lagern den in deinem Arsch. Nee, wir haben noch einen Keller. Mann. Ich brauche ein Schild. Oh, jetzt habe ich Kisten gemacht. Oh, du bist so doof. Ich geh mal ein bisschen Holz holen. Die packe ich dann in die Holzkiste, die Kisten. Ist das passend? Ja, weißt du, was wir eigentlich auch mal bauen müssen? Ja. Ein Redstone Furnace. Ein Redstone Furnace? Also ja, einen mit energiebetriebenen. Ja, weil das ist echt kacke. Bricks. Da brauchen wir Lehm für. Copper. Ja, das habe ich schon. Glaube ich. So. Zwei Copper und zwei Bricks, ansonsten haben wir eigentlich alles. Das geht mir nämlich auf die Eier, dass wir die ganze Zeit... gehst du mal nochmal schlafen? Was, schon wieder? Ja, ich glaube, das hat irgendwie eben nicht so richtig geklappt. Komisch. Hab ich schon wieder kein Copper. So, guten Morgen. Oh, ja, wir haben noch zwei Copper. Sehr schön. Ja! Wie geht es Ihnen an diesem wunderschönen... Oh, wunderschön, wundergeil. Ja, wundergeil. Wundergeil. Wundergeil, das finde ich toll. Das freut mich doch für sie. Raw Plastics habe ich auch noch. Das Tolle ist, du hast jetzt wahrscheinlich kein einziges Barrel mehr für Dust übrig gelassen, ne? Nö, Barrel, Dust? Ach, zum Claimer. Ja, um Claimer. Nee, geh mal an die Sludge-Boiler-Kiste im Keller und guck mal, ob da schon Clay drin ist. Warum hast du denn die Kiste im Keller? Ja, um Item-Dunks zu sparen. Ja, jedes Mal. Item-Dunks ist doch... Siehste, guck mal, da ist 82 Clay drin. Ah ja, sehr schön. Okay, dann brauchen wir das nicht mehr. Den Sand werde ich gleich 7. Ich glaube,
glaube, ich mache mal bald einen Mord. Ich brauche Schild. Ich habe doch noch ein Schild von vorhin. Von Kompostieren. Ja, das nehme ich jetzt genau. Kompostieren brauche ich kein Schild dran machen. Das ist klar. Das weiß ich jetzt. Das wissen alle. Aus diesem Heat Sand können wir übrigens hitzebeständiges Glas machen, wow, habe ich gerade gesehen. Das ist der Burner. Doch keine Ahnung, was das bringt. Technikkram. Technikzubehör. Ah, jetzt habe ich das Holz vergessen, weil du mich abgelenkt hast. Ah, böser. Du böser. Tja. So, Technikzubehör. Da kommt jetzt Redstone Reception Coil, Leadstone Energy Conduit. Dann kommen die anderen auch da rein. Der Pneumatik Servo kommt da rein. Hatte ich nicht Lever. Unten sowieso schon eine Kiste für Technik gemacht? Ach, hör auf. Nö, ist nicht Magie. Nein, du hast eine Kiste für Technik und ich... Sehr gut, Kinsey. Erst machen, dann gucken. Arsch. So kennt man ihn. Mann, ey. Warum sagst du das nicht vorher? Mann. Du lässt mich gerne leiden, echt. Das habe ich dir vorher gesagt. In Folge 22 habe ich dir das gesagt. Wie viele Sessions ist das her? 20? Ja, nicht ganz, aber trotzdem. Warte, aufräumen. Genau, räum mal Z auf. Und hier R. R? Ach, hier muss ich. R? Wenn ich R? R, so. Du der R-König? R? Ich bin der R-König. Ehrlich. Ach, egal. Oh, Mann. Mob Drops. Leather ist auch ein Mob Drop. Fire. Ja. Ach so, ja, zu Fire. Dass ich meinen Lässt du einen fliegen? Sludge Boiler und so alles fertig gemacht habe. Ja, ein bisschen Feuerwerk. Whee! Kinsey hat einen fliegen gelassen. Toll. Explodieren die auch? Nö, kloppt nicht. So, okay. Jetzt haben wir, glaube ich, alles zusammen, was wir brauchen. Yep. Slabs habe ich da auch noch. Meine Güte. Hardened Clay habe ich auch noch. Clay habe ich auch noch einen. Stoned bin ich auch schon wieder. Was? Was? Du bist stoned? Ich hab's doch. Ekelhaft. Ja, Stoned sein ist wohl ekelhaft. Das so, jetzt haben wir hier mal einen Redstone Furnace. Hast du das vernommen? Wir haben einen Redstone Furnace. Wir brauchen kein Holz mehr. Hier bei meinem Technikabteil. So. Can you see it? Yes, I can see it. Was schluckt er denn an Energie? Ist doch egal. Hier ist doch quasi unendlich Energie. Ach, der schluckt 20 nur. Geht. Ach so, das hier ist die Lava-Energiespeisung, ne? Yep. Der läuft auch noch nicht ganz leer. Also der läuft jetzt wieder voll. Jetzt da der Ofen voll gelaufen, ist ja super. Das ist alles gut, alles gut. Auf meiner Privatmap habe ich ja irgendwie 7 Pulverizer und da musste ich dann schon 3 Magma-Dynamos machen. Also Magnetic Dynamos. Naja, ist halt gescheatet. So, wie viel Erde habe ich denn? 45 Erde. Oh, 16 Redstone. 17. Joink, meins. Na ja, gut, ich brauche ihn gerade nicht. Ha. Wozu auch? Ich so, schon. Ist das immer noch unsere Haupterzekiste hier? Im Haus? Jein. Beim Packager ist auch noch eine relativ große Erzekiste. Gut. Broken Chopper. Oh, das packe ich mal in den Packer. Ach ja, den Autoprover schreibt man mit Bindestrich. Oh, ladi da. Warum packt er nicht? Ist die Output-Kiste voll? Nee, ach, jetzt packt er. Chopper mal Gravel. Also. Ja, der braucht immer so ein paar Sekunden Anlauf. Gravel haue ich einfach in die Siebkiste. So, weg. Da muss ich Holz, Stein brennen. Und das, weißt du was? Ich mach's mir jetzt ein bisschen einfacher. Ach, verdammt.
verlaufen. Oakwood, scheiß drauf, haben wir genug. Iron Ore, das behalte ich. Oak Saplings, scheiß drauf, weg. Ein Bone Meal weg. Was sind das für Bricks? Brauchst du noch Bricks? Lehmbricks. Ach nee, das die habe ich gebraucht für den Redstone Furnace, aber momentan brauche ich die eigentlich nicht. 9 Bricks. Ja, wir haben genügend Clay im Keller, weg. Crushed Lead Ore, packe ich gleich in die Schmelze. Tin Ore, Lead Ore. Wenn wir Glück haben, bekommen wir die Runde hier noch den Auto-Brewer fertig. So, ich habe noch ein Slime-Bucket. Wofür brauchen wir mal ein Slime-Bucket? Keine Ahnung. Klick drauf und drück U. Bei mir ist es R. Nee, oder? Nee. R ist das Rezept, U ist der Nutzen. Ah, wieder was gelernt. Use. Fluid Registry. Slime-Bucket Barrel. Ja und? Was soll das bringen? Lass ihn doch mal ausreden. Viskosität. Aha. Ah, verdammt, was mach ich denn hier? Ich mach Kacke. Was auch immer. Ich glaube, das brauchen wir noch nicht. Werden wir dann merken, wenn wir es brauchen. Ja, genau. So, doch, ich stick. Schmelze noch ein bisschen vollhauen. Das Lead hau ich auch nochmal da rein. Dann ist es halt in der Schmelze, mache ich gleich mal. Andere Sachen davon. So, Liquid Slime. Apatit, kann er denn schmelzen? Nein, kann er nicht. Jetzt habe ich Appetit. Warum soll er Appetit schmelzen? Einfach mal ausprobieren. Ja, genau, mach du. So, dann kommt er hier rein, der Appetit. 1, 2, 3, 4. Ah, dann kann ich auch mal meine Reward Bags öffnen. Mal gucken, was ich da drin habe. Oh, ich brauche noch Fluidukte. Ah. 2 Stück. Hast du zufällig noch welche? Ja, in der Technikkiste im Keller. Oh, hast du eine Technikkiste gemacht? Ja, stell dir vor. sie sind in deiner Technikkiste. Oh Mann. Was war das? Was? Ja, toll. Er hat natürlich ja auch noch Reception Coils drin, die ich eben extra noch gecraftet habe. Spiked Sword. Was ist ein Spiked Sword? Ein Schwert? Aber was für eins? Plum Sapling habe ich auch. Toll. Jetzt kommt die tolle Reward-Kiste. Und da... Oh! Wie geil. Oh, very nice Reward. Also Tomcraft haben wir schon mal einen dicken, fetten Vorsprung. Okay. Wir haben Taumium Bossed Silverwood Wand. Das ist der einer der besten Stäbe für Tomcraft. Und ich habe Equal Trade Wand Focus bekommen. Das war, was war das? Equal Trade. Ja, da konntest du, glaube ich, Items irgendwie um tauschen. Irgendwie sowas war das doch. Da konntest du umwandeln irgendwie, was weiß ich jetzt auch. So, wir sind bei 22 Minuten 30. Wir müssen quasi Abmod machen. Kommt dabei wer war dran? War ich dran? Du bist dran. Ja. Ja, dann vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da oder schreibt was in die Comments. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss. Alter.